Ja, okay. Also im letzten Video haben wir eigentlich gesagt, dass man so ziemlich alles hören kann. So, das könnte man jetzt irgendwie da denken, ja. Krasse Aussage. Aber es gibt halt schon auch Musik, die halt das Bewusstsein irgendwie auch verändert. Absolut, ja. Und welche Art das ist, darüber reden wir in diesem Video. Okay, sag mal, Nata, an wen richtet sich nur Musik? Ja. In mir als Mensch? Also ja. Wohin geht die? Was ist der Rezept? Ich würde sagen an die Seele, ja. Und wenn du dir, also was ist die Seele? Die Seele ist der Teil in dir, dein innerer Mensch, der auf die Erde gerichtet ist. Der Geist guckt nach oben, die Seele nach innen. Und wenn du jetzt Musik hörst, was macht das mit dir? Das Erste, was passiert zum Beispiel mit Kindern, ja, was sehr viel machen, ist, die tanzen. Die bewegen ihren Körper. Die Seele ist ja mit dem Körper sehr, sehr stark verbunden. Und wir haben gesehen, dass auch in der Bibel, dass das Tanzen okay war. Ja? Okay, aber jetzt stellt sich halt vielleicht so ein Problem. Man denkt ja, nach unserem Video, zu Recht auch, ja, Musik ist ja schon auch geistlich, weil bevor es uns Menschen gab, bevor es überhaupt Seele und Körper gab oder so, haben wir ja gesagt, war Gott da und er hat Musik erfunden, ja, diese Instrumente und auch nach unserem Leben auf der Erde, im Himmel, wird es ja auch definitiv Musik geben, ja. Ja, und jetzt gibt es sehr, sehr viele Leute, die haben so eine Dichotomie, das heißt so eine Zweiteilung in sich, wo die einfach denken, ja, also entweder Musik, Seele oder Geist. Genau, oder? Es gibt seelische Musik, es gibt geistliche Musik. Ja. Und es ändert so ein bisschen so eine Denkweise, dass du denkst, die materielle Welt, die ist schlecht und die geistliche Welt, die ist gut. Das zeigt eigentlich sehr, sehr stark, wie du den Glauben siehst, wie du Gott siehst, wie du die Schöpfung und so weiter siehst. Ja, da will man einfach mal sagen von der Bibel, nee. Ja, weil die Bibel ist halt wirklich, die sieht es ganz anders, nämlich ganzheitlich. Ist eigentlich total ein Modewort. Ja. Damit kann man nicht so ein super Video machen. Aber es ist voll en vogue. Ja. Warum? Weil wie ist das jetzt? Am Beispiel Musik kann man das eigentlich sehr schön klar machen, finde ich, unsere Ganzheitlichkeit. Ja. Die Musik, die kann eigentlich über eine körperliche Ebene, wir hören die, ja, es passiert auch was, jetzt chemisch zum Beispiel in unserem Gehirn, wenn wir bestimmte Sachen hören, da wird was ausgeschüttet. Und dann kann die über diese körperliche Ebene unsere Seele halt in Stimmung bringen. Ja. Und für gewisse geistige Muster, ja, auch wie wir vorgehen, was wir tun in unserem Leben, was wir entscheiden, gibt es halt auch passende seelische Muster. Ja. Und das ist zum Beispiel super interessant, zu sehen, dass zum Beispiel in der Filmmusik das relativ absolut ist. Man sagt ja, alles ist relativ und so weiter. Ich sehe das so, du siehst so, nee, absolut. Nee. Da schreibt der Hans Zimmer, der macht seine Musik, ja. Übrigens kommt er aus Frankfurt. Der Gladiator läuft über das Kornfeld. Ja, und da kommt halt eine Musik, wo, will ich mal sagen, 90% der Weltbevölkerung denken, genau das fühle ich, wenn so ein Gladiator da reinkommt und so weiter, so zum Beispiel glorreich. Da gibt es bestimmte Pattern in der Musik und du sagst halt, die müssen passen mit dem, was man geistig ausdrücken will oder worüber man geistig nachdenkt. Ja. Ja. Und deswegen, da haben wir doch auch ein gutes Video gemacht, vielleicht kann man das noch... Sehr gut, ja. Ein Video haben wir gemacht über den Punkt Geist, Seele und Körper. Vielleicht hörst du jetzt gerade an, sagst du, warte mal, Geist, Seele und so weiter. Ihr redet darüber, wir haben darüber ein Video gemacht. Das wird dir wahrscheinlich jetzt hier angezeigt, in der Infobox. Mhm. Ja? Und da kannst du drauf gehen. Genau. Vielleicht, wenn du jetzt sagst, ja gut, aber was ist denn jetzt wirklich eure Meinung? Brechen wir nochmal runter, Geist, Seele, Körper jetzt auf Musik. Ja? Genau. Was ist denn wirklich eure Meinung? Und ich will dir einfach vielleicht mal ein Beispiel geben, wie du das sehen kannst. Musik beeinflusst deine Seele ja, und beeinflusst dich auch. Das ist bewusstseinsverändernd auf jeden Fall. Aber es gibt da was anderes, was auch zum Beispiel dein Bewusstsein ein bisschen verändert. Und das ist Wein. Ja? Und der Apostel Paulus, der sagt dem Timotheus in 1. Timotheus 5, da sagt er, dass er ein wenig Wein zu sich nehmen soll. Oder auch ein Richter, ja, dass Wein Götter und Menschen erfreut. Sehr gut. Erfreut, ja. Ja, ganz genau. Also Wein in der Bibel, ja, an sich ist nicht was Schlechtes, aber das ist schon in einer kleinen Dosis, ist das ein bisschen bewusstseinsverändert. Da musst du einfach ehrlich zu dir selbst sein und sagen, ja, das stimmt. Das ist so. Und trotzdem sagt Gott, nimm Wein und das verändert ein bisschen dein Bewusstsein. Mhm. Wir wollen einfach ein bisschen Ehrlichkeit in die ganze Debatte reinbringen, ja. So, also du nimmst Substanzen zu dir, die dein Bewusstsein verändern. Du hörst ja auch vielleicht irgendwie, sagen wir mal, wenn wir jetzt mal was nehmen, was keinen Rhythmus hat, ja, oder was jetzt nicht Rhythmus geprägt ist, sagen wir mal eine Filmmusik, die wir nehmen, die verändert auch dein Bewusstsein. Das ist auch was Schönes, das hörst du dir so an beim Autofahren, denkst du darüber nach, das verändert dein Bewusstsein. Aber was wir vielleicht sagen wollen, das ist okay. Gebrauche ein wenig Wein. Jetzt gibt's aber das. Ja, gerade das Auto fahren. Ich habe auch früher, wenn ich abends vom Studium nach Hause gefahren bin, ein bisschen getrunken. Dreier Gold. Nee, aber dann hatte dann früher als in meiner allerersten Phase, also wirklich, da war es auch noch nicht so mit der Nachfrage, ziemlich fette Boxen auf so einer Hutablage. Schön. Und wenn du gewisse Musik dann ordentlich aufgedreht hast, hat es auch dein Fahrverhalten verändert. Das stimmt. Also Umgang mit dem Gaspedal ist auch wirklich eine ganzheitliche Auswirkung. Okay, dann habe ich noch einen Vers für dich.
Epheser 5 steht, und berauscht euch nicht mit Wein. Ja? Das ist vielleicht mal das andere Extrem, ja, dass man einfach nicht, man soll nicht so viel Wein trinken, dass der Wein plötzlich völlig die Kontrolle gewinnt, ja, weil dann steht da ja, dass da Ausschweifung ist, sondern wir sollen durch den Geist geführt werden. Und das ist interessant, weil wir in der Bibel wirklich diese Parallele sehen mit dem Wein. Dieses Weinbeispiel ist nicht einfach nur aus der Luft gegriffen. Und ich denke, es ist einfach, gibt uns ein bisschen mal so eine gewisse Formel, ja, wo man sieht, ein bisschen Wein, ja, und halt nicht sich berauschen. Genau. Mit Wein. Gleichzeitig gibt nämlich auch die Begrenzung. Ja, das ist halt sehr schön. Du kannst es benutzen, aber wie bei vielen Sachen irgendwie, die Dosis macht das Gift. Also wir sollen nicht davon beherrschter werden, nicht davon berauscht werden. Ich wende es jetzt mal an direkt auf diese Frage mit der Seele und der Musik, ja. Für mich ist die Seele dann, wenn wir das so ganzheitlich sehen, wie Gott es gemacht hat, ist ein sehr guter Partner, aber soll nicht mein Chef sein. Ja, was meine ich damit? Zum Beispiel, ich muss gerade was renovieren. Ja, ich habe da Tapete abgekratzt, muss da ein paar andere auch dumme Arbeiten machen, und dann nehme ich mir so eine Bluetooth-Box und mache da halt Musik an, die mir auch gute Laune macht. Da kann ich auch mal laut mitsingen. Ja, es gibt so viel, viel coole Musik auch. Ja, hier auf der Kanadier, den wir beide gerne mit der Gitarre. Ja. Genau, eine richtig schöne Sache. Und dann geht mir das Arbeiten leichter von der Hand. Mhm. Ja, muss ich einfach sagen. Aber ich wache nicht morgens auf und mache hier irgendwie so random irgendwie das Handy an und sage, spiel irgendeine Musik, um mir in meinem Tag zu sagen, wie ich mich jetzt fühle und stimmen, was ich jetzt machen soll. Ja. Ja? Sondern ich habe entschieden, jetzt muss Tapete ab und jetzt hilft mir die Bluetooth-Box. Ja? Also einmal bestimmt der Geist, was die Seele, wie die Seele fühlt. Also der Geist macht jetzt die Musik an und dadurch kriegt die ganz Seele eine Bewusstseinsveränderung. Genau. Oder die Seele, quasi, du bist nur seelisch, machst du dir, ich will jetzt die Musik an, das beeinflusst dich voll. Und dann gucke ich mal, wo ich so reingerate. Okay. Ja? Ja. Genau. Und deswegen wollen wir einfach ermutigen, also wir erleben das bei uns selbst, dass man halt dieses gottgegebene Potenzial für Bewusstseinsveränderung, also was auch zum Beispiel in Musik drin ist, die Gott geschaffen hat, dass wir das einfach sinnvoll ausnutzen können. Dann wird das halt kein Feind, sondern halt ein guter Freund. Ja. Und ihr seht, die Schwierigkeit, die einfach da ist, ja, dass Seele und Geist, dass die sehr nah beieinander liegen. Wie gesagt, nochmal, schaut euch das Video mal an, über Geist, Seele und Leib. Und die sind sehr, sehr nah beieinander. Und das siehst du zum Beispiel auch in einem Vers, den ich hier aufgeschlagen habe, in Epheser 5. Der kommt gerade nach diesem Vers mit dem Wein und dem Berauschen. Da steht nämlich, Vers 19, steht da, wir sollen mit dem Geist erfüllt werden, reden zueinander im Psalm, Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Also ist ja ganz klar die Rede von Lobliedern, von geistlichen Liedern. Das heißt ja wirklich, es soll gesungen werden, es soll Musik gemacht werden und so weiter. Mhm. Und dann steht ja, spielt in euren Herzen. Das ist plötzlich eine geistliche Sache. Ja. Da sieht man, wie das ineinander verflechtet ist. Ja, absolut. Das ist total interessant. Ja? Auch wieder Ganzheitlichkeit. Ja. Deswegen, also um das nochmal vielleicht zu unterstreichen, was du gesagt hast, von wegen, dass man das auch das volle Potenzial, dieses bewusstseinsverändernde Potenzial ausnutzt für die geistlichen Dinge. Wir sehen das zum Beispiel bei David, der das benutzt, zum Beispiel als der Saul, ja, als er diesen bösen Geist hat, ja, und er wird einfach unruhig und so weiter, ist geplagt. Dann sehen wir, dass der David, der fängt an zu spielen und plötzlich richtig Ruhe. Mit der Ruhe, ja, oder der Prophet, der beim Getümmel in das Kampfgebiet reinkommt und dann sagt er, muss er dem König was von Gott sagen, sagt, warte mal, jetzt spiel erstmal hier, ich brauche erstmal einen Seitenspieler, damit ich erstmal hier runterkomme. Ja. Ja, das ist also ein positives Ausnutzen von Musik, aber die doch irgendwie einen geistlichen Einfluss hat. Unterm Strich können wir einfach sagen, ja, Musik verändert das Bewusstsein. Genau so ist es. Ja. Und welche Musik ist das? Jede Musik. Genau, jede Musik. Da müssen wir jede Musik. Müssen wir ein bisschen ehrlich sein, ja. Und deswegen die Ermutigung für dich, ihr kommt vielleicht aus ganz verschiedenen Hintergründen, ja, was ihr für Musik gut findet, was ihr gehört habt, für was für Musik verurteilt wird, generell mal als Art von Musik. Wir wollen hier euch stärken da drin, dass das Ganze auch eine Chance ist, die Gott in die Schöpfung reingelegt hat. Und dass du einfach jetzt mal mitnimmst, dass du die Ganzheitlichkeit, also dass Gott dich so geschaffen hat, ja, dass du die ausnutzt, indem du Musik zum Beispiel benutzt, um dir zu helfen, ja, auch mit dem Herrn wirklich komplett durch den Tag zu gehen. Wir haben erlebt, dass es funktioniert, dass es gewisse Phasen gibt, wo das uns hilft, auch in der Stimmung. Aber, was vielleicht auch noch am Ende fiel mir eben ein, wo du das gesagt hast, wenn du jetzt zum Beispiel runterkommst mit der Musik, durch Musik, dann wird es halt auch nicht reichen, dass du einfach ein bisschen zur Ruhe kommst, weil du die Klänge hörst, sondern damit es eine vollständige Ruhe gibt, brauchst dann ja auch wieder das Gebet und das Wort und so. Also es ist ein Hilfsmittel, aber es ist nicht der letzte Abschluss. Aber es ist eine Riesenchance, deswegen nutz die aus und das wird dir gut tun. Benutz ein bisschen Wein, ja, aber berausch dich nicht damit. Genau. Alles Gute. Bis dann.